Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Samina. Linnell wurde jetzt von den Orenien eingenommen, da Prinz Ornahan den König und die Königin verraten hat. Und wir gehen jetzt gleich mal neue Ausrüstung kaufen. Nämlich den Eisenholzstab. Damit kann Rosalind Mana von den Gegnern abziehen und wieder zu ihrem Mana hinzufügen, was sehr gut ist. So, und hier kaufen wir ein Kettentunika. Dreimal die Kettenbeinschienen und zweimal die Kettenhandschuhe und einmal die beschlagenen Stiefel. Und wir verkaufen dann mal gerade die Eisenhandschuhe. So, du kriegst die Kettenbeinschienen. Du kriegst die Kettenbeinschienen und die Kettenhandschuhe. Und du kriegst auch die Kettenhandschuhe und die Kettenbeinschienen. Und das Kettentunika, wenn ich das finde. Ja, da. So, und du kriegst jetzt für die Kanalisation einen eisigen Dolch, da es da jetzt andere Gegner gibt als vorher. Aber warum auch immer das so ist, weiß ich nicht. Hat das wahrscheinlich mit der Belagerung von Linnell zu tun. So. Und ab in die gute Kanalisation. So, Waffen ziehen. Segnen. Du kriegst mal gerade deinen Eisenholzstab. Und los geht's. Sehr schön, 43 Schaden. So, ihr Karl wird geheilt. 500 Erfahrung, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, und jetzt gibt es sogar auch schon Gorgonen hier drinne. Oh, da hinten ist noch ein Magier. Den habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön, der Eiszapfen-Effekt wirkt. So, jetzt können wir auch leider kein Geld mehr machen mit den Bazitenschwänzen, da diese Quest, oder? Haben wir die noch? Die gibt's einfach noch, aber wir können da nicht mehr hin. So. Und jetzt einfach mit der Ohrstimme auf die Zauber. Ja, Fleece heilt diese Gegner zwar mit dem Dolch, aber... Verschlossen. Eine Elementkette. So, Feuer und Eis plus 1. Das kriegt mal gleich Rosalind. Sehr schön. So, wir müssen nach hier hinten. Und da ist schon ein roter Bartizid. Der kommt nicht vorbei. Und Rosalind hat schon kaum noch Mana. Das ist nicht gut. So wie ihr seht, hier laufen auch keine kaputten Messing-Golems mehr rum. Generell keine Messing-Golems sind mehr da. So, du kriegst mal gleich einen Feuerball in dein Gesicht. Und ich krieg Blitze in mein Gesicht. Ich habe neue Einsichten erlangt.
Und Rosalind hat neue Einsichten. Sehr schön. Dann skillst du weiter auf. Einmal auf heilig und zweimal auf Eis. Sehr gut. So, es läuft ja bisher wie am Schnürchen. So, und deswegen habe ich fließend Eistaft durchgegeben, weil die Gegner hier eine Eisschwäche haben. Haben aber auch leider eine Feuerhaut und können ein bisschen Schaden zurückreflektieren. So, hier sind nochmal zwei Stück. So, die machen aber so auch sonst kaum Schaden, finde ich. Nur 20. Und Rosalind kann jetzt einfrieren, das ist sehr gut. Damit kann der Gegner sich nicht mehr bewegen und bekommt mehr Schaden. So, und jetzt nur noch den Magier da besiegen. Und dann können wir schon zu Tancred. So. So, Gruppenmitglieder zu weit weg. Nach Tancreds Höhle. Und da ist Königin Gallien. Zornahan hat uns verraten. Wie konnte das passieren? Der Prinz hat sich mit General Pijan verschworen, dem Anführer der Urenier. Zornahan Spitze kannten die Bewegungen unserer Armee und sie gaben diese Information an Pijan weiter. Wie nahm Pijan Lenel ein? Pijan teilte seine Streitkräfte auf. Während eine Armee unserer Ritter im Norden in Schach hielt, marschierte die andere auf Lenel zu, griff die Stadt aus dem Westen an und hatte somit die Überraschung auf ihrer Seite. Was geschah dann? Die Urenier umzingelten und belagerten Lenel. Als die Nacht einbrach, nahmen die Stadt ein. Zornahans Ritter öffneten die Tore und die Urenier kamen herein. Jene, die dem König treu blieben, wurden in den Straßen erschlagen. Zornahan schickte seine Männer, um uns umzubringen. Wie könntest du entkommen? Als Jago Zornahans Plan begriff, kam er und warnte uns. Belias und ich flohen durch die Kanalisation, aber Zornahans Männer erwarteten uns bereits. Als Belias sie in die Flucht schlug, konnte ich entkommen. Was geschah mit Belias? Er kämpfte tapfer als bei der Schlacht von Tormannen. Belias drängte mich zu fliehen und so rannte ich. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. So, Jago, du musst mir gut zuhören. Tu genau, was ich dir sage. Wir müssen uns beeilen und jeder muss seinen Teil erledigen. Sag uns, was wir tun sollen. Geh und rede zuerst mit Tancred, er hat Fleece etwas zu sagen. Und er hat nicht mehr viel Zeit dafür. Danach werde ich dir sagen, was getan werden muss. Beeil dich. Okay, und hier sind halt noch die übrigen Räuber von Tancred. So. Tancred, unter großer Anstrengung schaut Tancred zu den Besuchern auf, die um sein Bett stehen. Fleece, stammelte er. Ich muss Fleece sprechen. Hier bin ich, Tancred, antwortete Fleece. Was kann ich für dich tun? Fleece, ich sterbe bald. Laharas Boten warten bereits am Fenster. Kein Licht wirft einen Schatten, der so dunkel ist wie ihre. Aber es gibt da noch eine Sache, die du wissen musst. Eine Sache? Was weißt du noch über deine Mutter? Manchmal stelle ich mir einen weit entfernten Ort vor, entgegnet Fleece mit einer weichen, widerstrebenden Stimme. Ich erinnere mich an Wasser und Berge und ich höre seltsame Musik im Wind und der Wind riecht wie das Meer. Und da ist eine Frau und sie ist gut zu mir. Fleece Stimme wird seltsam und kalt. Meine Mutter war eine Prostituierte in der Allee der Hunde zu Tode gestochen. Du hast mich großgezogen. Du warst wie ein Vater zu mir.
Lügen, alles Lügen, sagte Tancred mit einem tiefen Seufzen. Selbst dich, Fleece, habe ich angelogen. Lügen? Wovon redest du? Ich habe deine Mutter getötet, flüsterte Tancred. Ich war es, der sie ermordet hat. Du hast sie ermordet? Vergib mir, Fleece. Mit einem Rasseln in seiner Kehle schließt Tancred seine Augen für immer. So, und das war's jetzt mit Tancred. Oh, wie ich den alten Bettler vermissen werde. Möge der Harem ihn mit Güte behandeln. So, dann ist Tancred ist also tot. Schade. Aber wir hatten jetzt auch nicht so viel gerade mit ihm zu tun, von daher reden wir jetzt mit Fürst Jago. Du musst mir gut zuhören, tu genau, was ich dir sage. Wir müssen uns beeilen und jeder muss seinen Teil erledigen. Sag uns, was wir tun sollen. Belias ist vielleicht tot, daher müssen wir die Königin aus den Nähen herausbringen. Rosalind und Ikar, ihr bringt ihre Majestät nach Iona. Dort wird sie vor Sonnenhans Vasallen sicher sein. Was ist mit Fleece und mir? Ihr zwei müsst sofort zum Tempel von Urad gehen und dort auf mich warten. Zum Tempel gehen? Jetzt, wo du die vier Ringe hast, gibt es nur noch eine Sache, die du erledigen musst, bevor du dem Kaiser entgegentrittst. Beim Tempel werde ich es dir erklären, aber zuerst muss ich mich um etwas Dringendes kümmern. Wo gehst du hin? Was den Prinzen betrifft, so bin ich noch immer ein loyaler Berater. Sonnehan will vor dem Kaiser einen Treueschwur ablegen und ich muss versuchen, ihn vor diesem Vorhaben abzubringen. Leb wohl. Geh zum Tempel, Joseph, und bring Fleece mit. Rosalind und Ikar, ihr müsst die Königin sicher zum Kloster bringen. Selbst Sonnehan würde es nicht wagen, Iona anzugreifen. Okay, dann speichere ich mal hier ab. Da wir jetzt nur noch zu zweit sind, da Fleece und Ikar, Rosalind und Ikar, Königin Gallienne, nach Iona bringen. Und jetzt müssen Fleece und Joseph zum Tempel von Urad durchkämpfen. So, dann beschwöre ich jetzt mal den Mino. So, und dann segne ich mal kurz Joseph. Und dann mache ich hier jetzt kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder das Let's Play Summoner. Bis gleich!